Luise Isabella Maticzyk ist überglücklich. Sie darf sich erstmals Mama nennen. Gemeinsam mit ihrem Partner Pascal Zado begrüßt die Köln 50667 Bekanntheit die kleine Maximilia auf der Welt. Aber die Geburt ist alles andere als leicht. Promiflash berichtet Luise jetzt: Meine Geburt war sehr, sehr schmerzhaft. Über für mich unfassbar lange 18 Stunden. Und ohne Pascal, der mich wahnsinnig unterstützt hat, hätte ich das so nicht geschafft. Ich war zum Schluss wirklich am Ende meiner Kräfte. Aber mit der Hilfe ihres einstigen TV-Kollegen kann sie später endlich ihre Tochter in den Armen halten. Das macht alle Strapazen zuvor wett, wie Luise zugibt. Am Anfang kann man sein Glück gar nicht richtig fassen und das Gefühl, wenn man sein kleines Wunder betrachtet und in den Armen hält, ist wirklich unbeschreiblich. Und um ehrlich zu sein, ist es tausendmal besser, als wir es uns vorgestellt hatten. Nun darf sich die frisch gebackene Familie in Ruhe kennenlernen und eine Hochzeit planen. Pascal überrascht seine Liebste nämlich kurz nach der Geburt mit einem Heiratsantrag, der das Liebesglück der beiden perfekt abrundet.